Titel: The Girl and the Dragon. Der Drache und das Mädchen. The Brown House, the Hall. So much more. Come and get out. So viel mehr. Kommt schon, lasst uns rausgehen. Brown House. Storyteller. Geschichtenerzähler. Rain and Clouds. Regen und Wolken. All in Darkness. In der Nacht. Bei Nacht. Nie allein. Wie soll es auch anders sein? Newspaper. Elliot E.T. Ich hab's immer wieder verändert. Meine Geschichte. Und ich habe oft darüber nachgedacht, warum ich das Mädchen gewählt habe. Girl, red hair. Aber vielleicht könnt ihr auch selber lesen. Doch es gibt Menschen, die brauchen die Stimme, die vielleicht nicht lesen können. Meine Geschichte beginnt an einem, naja, an einem 26.08.1975. Und ich denke an dich zurück, allein, mein lieber Drache. I think of you, my dragon. I want to see you back again. Mein Gott, Schatz, sagt sie nach einer heißen Nacht zu ihrem Mann. Total durchgekuschelt hat er mich. Wie er das macht. Scheiße, Augen zu, verpennt. Wieder umdrehen. Hups, ihr total nackt. Er, heiß ist sie ja, aber du stehst ja voll im Saft. Erstmal duschen gehen. Was für eine Nacht. Toll bist du. Christian? Sowas wie du, heiß. My God, she say after a hot night. Sie sagt nach einer heißen Nacht. You fuck me. Yes, you do it to me. Oh, du hast mich wieder durchgenommen. Oh, how does it works? Shit. I close my eyes. Ich schließe meine Augen. I wanna sleep another hours. Ich möchte einfach weiter schlafen. Ich bin nackt. Very hot is she. Sie ist wirklich heiß. I'm very crazy. Ich bin so verrückt nach ihr. Full of power. Aber ich bin voller Kraft. And what a night. Was für eine Nacht. You are very cool, Christian. So was, so like you. Hot. Der Junge ohne Zuhause oder das Mädchen ohne Zuhause. Meine Elfen, meine Elfen. Tell me, are you so faded? Bist du so verloren? Seid ihr da? Sie tragen and you lose your fear. Du verlierst deine Angst. Come and kiss my arms. Tell me, wohin gehe ich in meiner Not? Keine Musik im Hintergrund. Do you come from Itzehoe? Always high class. Immer die höchste Klasse sein. Can you turn to me, my dragon? This is like... Das Radio spielt und the radio plays. Songs werden nicht besser. And the songs will not getting better. Erzähler schaut wieder einmal auf die Uhr. The storyteller looks at his watch. Ich bin es. I am it. Nachrichtensprecher. I'm the newsreader. Wörter. So viele. Die ganzen Sender der Welt. Das ist so much radio stations around the world. Wiederholung ohne Ende. Das
Übliche. Sie arbeiten und ich bin im Kino neben dir. Hey, hallo, Popcorn essen, Michael. Das Mädchen oder der Junge sagt, der Vater, ich brauche schwer ihn verliebt. Ständig. Warum ist dann immer auf Achse? Ich sehe euch doch draußen, wie ihr abackert. Ich würde euch gerne helfen. You're working hard every day. Um euch zu helfen. Ich weiß, ihr wartet drauf. Unterwegs, nicht da, finde ich scheiße. Ja, meine Eltern immer am Acker. Beiden nicht klar. Die Mutter. Ja, klasse, Krankenschwester, so viel zu tun. Es gibt so viele Jobs. Aber was ist mit mir? Total verliebt, die beiden. Kann ich verstehen, aber irgendwie kann ich es verstehen. Sie werden mich bestimmt, wenn ich mal oder wieder ausgerissen bin, nicht vermissen. Sie sind total verrückt. Sie kommen ohne mich aus. Ich laufe weg. Es regnet. Meine Haut. Mann, was bin ich ständig? Nass bis auf die Haut. Gillian Anderson. So, Akte X. Wohin gehe ich? Wenn ich einsam bin, komisch, habe nur meinen Rucksack dabei und mein Buch, in das ich hineinschreibe. Hey, toll. Auch eins. Überall nur Dreck. Wo soll ich hin? Träume vor mich her und habe mein Netzbuch oder gar nichts dabei. Wo soll ich hin? Ich weiß es nicht. Die Dunkelheit ist schrecklich. In diesen Hallen, die wir doch alle kennen. Ich stehe auf und laufe hinaus. Ich habe das Gefühl, es kommt was auf mich zu. Mir ist kalt. Naja, etwas gewöhne ich mich schon noch daran. Schau in die Wolken, Spider-Man. Es passiert nichts. Es ist nachts, nichts los. Nur, vielleicht auch die Vögel schreien nicht und das nervende Tropfende auf dem Wellblechdach. Ich streiche mir beim Laufen meine Haare aus dem Gesicht. Ich muss, wie so oft, mein Essen aus dem Müll suchen. Streamingzeit. Wo ich mich hinträume, von dem so viel ausgeht, in dem Land, wo der Drachen seinen Ursprung hat, da stehen sich vielleicht auch vier oder mehr Armeen gegenüber, um einen Krieg zu führen. Es geht um Licht und die Augen des Drachens, die auf das Gute oder das Böse hinweisen. Black and White. Suchen. Ich suche mir mein Essen. Kannst du das hören, lieber Drache? Ich rufe dich herbei, ich träume so oft von dir, wie schön es wäre. Er oder sie schläft ein und lässt das Buch liegen. Ein YouTube-Kanal läuft, kann es kaum erkennen. Claudio Kempfert läuft im Hintergrund so viele Filme, aber nichts ist richtig. Richtig fertig. Ich weiß nicht, wie oft ich noch schreiben soll, aber... Diese Wachträume, von ihnen kehren immer wieder. Wie ein Albtraum, wie ein Wunsch, wie eine von so vielen Melodien wünschen. Dass ich so verträumt bin, hat seinen Grund. Das Leben da draußen ist nichts für mich. Manchmal muss ich mich wie heute einfach mal alleine zurückziehen und für mich sein. Die Menschen, denen ich begegne, haben vielleicht auch mal keinen Sinn für Poesie. Trash-TV, Sex, schnelles Geld. Und wenn ich wach werde, dann ist mir manchmal echt zum Kotzen. Diese Püppchen, alles Silikon. Aber, naja, die Mädels stehen auch auf andere Dinge. Ja, ich bin schlank. Ja, ich nerv auch die Mädels. Ich werde angemacht. Doch ich will das nicht. Ich wünsche mir ein Zuhause. Ja, vielleicht in einem tollen braunen Haus. Vielleicht auch mit neuen Klamotten, genug Klamotten. Mein Zimmer besteht aus einem Bett. Ordentlich bin ich auch mal. Wie du sehen kannst, schreibe ich in dieses Buch. Und ich kann dir sagen, 149 Seiten werden nicht ausreichen. Den Namen für das Buch kannst du dir selber geben. Trag ihn ein, da ist Platz. Also, ich bzw. du bist jetzt gerade wach. Und zu essen hast du vielleicht auch.
Ich bin nicht wählerisch. Sind wir denn nicht alle mehr oder weniger nicht wählerisch? Auch wenn es bei mir eigentlich keine Geldsorgen geben sollte. Stolz bin ich. Ja, die sind alle stolz. Und Eltern, ja, sie gehören dazu. Irgendwann wirst du lernen, auf eigenem Bein zu stehen. Doch kapieren werden dies die Eltern nie. Werden wir alle nicht irgendwann immer Kinder bleiben? Bin ich, wach ich, komisch immer, nur dunkel ist wieder gepennt. Mein Magen meldet sich und der Besuch des Restaurants steht an. Was hier wieder los ist, die Menschen drängeln sich. Ich suche ein wenig den Kick. Wen sucht er? Wer sucht ihn nicht? Ein Pärchen mit zwei Kindern. Das, was von den Menüs im Müll liegen. Los doch, wir wollen noch weiter. Sam, Klammern Smith, und Ava, Klammern Max. Ob es die richtigen Eltern sind, ich weiß es nicht. Schriftsteller, es geht auf Seite 14 weiter. Eine Karte gibt es im Original und ein 3 Meter langes Kinobanner. Teile davon sind schon auf YouTube von Claudia Kemper zu sehen. Brown House. Der Drache und das Mädchen. What comes next? Was kommt als nächstes in dieser Geschichte dazu? Eine kleine Zeichnung. Unten eine weitere Zeichnung. Das dunkle Land. Bleibt der Flug. Ein wenig kleiner gezeichnet. Sirenen. Wood of Troy, the Lake. Die Lichtung. Das Schlachtgewirre ist im vollen Gange. Das Feld, das du siehst, besteht aus einem undurchsichtbaren Feld. Magst du mir nochmal einen Blitz zu meinen Texten geben? In verschiedenen Richtungen werden Geschütze abgefeuert. Es regnet Feuerpfeile. Dankeschön. Auf Waldläufer herab. Golems marschieren und kämpfen gegen wilde Kreaturen. Auch Ritter, dunkle, ziehen in die Schlacht, um ein kleines Licht einzufangen, welches in der Mitte zusammengekauert sitzt. Wer braucht es und warum kann es sich teilen? Anscheinend gibt es den Kreaturen Kraft. Es ist wohl kein Ende in Sicht. Ich gehe mittendrin. Wie im Zeitraffer kämpfen die Monster, von denen ich Zeichnung gemacht habe, ständig weiter. Ich kann es hören, wie das Licht leise weint. Ich stehe daneben und sehe es an. Ich möchte helfen. Aber als Erzähler bin ich machtlos. Bis zu dem Moment, in dem sich ein wunderschöner Drache nähert, der sich doch nun endlich dem... Hä? Was? Er kämpft nicht mit? Er nimmt das Licht behutsam an sich und verschließt es in einem Amulett. Prächtig. Diese Schwingen. Nun folgt, dass wir von den Drachen... Was uns von den Drachen unterscheidet. Ein langer Flug durch die Länder. Eine Minute bleibt noch, aber immer nur auf der guten Seite. Durch die Wolken und ein Song, eher eine Melodie erklingt, die ich hier noch offen lasse.